Silke Görlitz von der Freiburg Wirtschaft, Touristik und Messe. Am 24. und 25. September wird Papst Benedikt in Freiburg sein und wir erwarten Zehntausende von Gläubigen hier in der Stadt. Wie wird sich die Stadt Freiburg präsentieren und welchen Service bieten Sie den Besucherinnen und Besuchern an? Also der wichtigste Service für die Pilgerinnen und Pilger ist sicherlich die Touristinformation, die generell eine sehr wichtige Anlaufstelle für Touristen ist. Die hat am Wochenende des Passbesuchs verlängert geöffnet, Samstag und Sonntag eigentlich den ganzen Tag. Zusätzlich als sogenannte mobile Touristinformation haben wir sogenannte Lotsen in der Stadt unterwegs. Das sind einfach Freiburger, die auch gekennzeichnet sind und die den Pilgern mit Rat und Tat und Informationen rund um die Stadt Freiburg zur Seite stehen. Die haben auch einen schön gestalteten Informationsflyer dabei, der kostenlos verteilt wird. Darin sind zum Beispiel die Pilgerwege alle zu erkennen. Es sind aber auch nette Ausflugstipps in und um Freiburg angegeben, wenn jemand einfach zum Passbesuch auch noch sich ein bisschen die Stadt oder auch mal die Umgebung anschauen möchte. Zur Präsentation der Stadt ist natürlich für uns ganz wichtig, da freuen wir uns auch sehr drauf, dass Papst Benedikt in den Veranstaltungshäusern der Stadt, der Messe Freiburg und dem Konzerthaus Freiburg zu Besuch ist. Dort wird es natürlich sehr, sehr wichtig sein, dort sind auch die Kameras und viele geladene Gäste eingeladen, wie sich die Stadt präsentiert in den Häusern. Außerdem werden wir natürlich, sorgen wir auch etwas für Fahnenschmuck und eine Dekoration der Gitter entlang der Paradestrecke, um da einfach ein schönes Gesamtbild zu erzeugen. Wie können Sie die Pilgerinnen und Pilger dabei unterstützen, eine Unterkunft zu finden für das Wochenende? Im Moment gibt es immer noch einzelne Hotelzimmer in Freiburg, die freie Betten haben. Der September ist generell ein recht stark besuchter Monat in Freiburg, aber es gibt noch einzelne Betten. Zusätzlich, um auch einfach ein Zusatzangebot für die erwartenden Pilger zu schaffen, haben wir eine sogenannte Privatzimmerbörse eingerichtet, zusammen mit der Erzdiözese Freiburg. Die ist unter papstinfreiburg.de zu finden. Die Idee dabei ist, dass Bürger aus Freiburg und Region ihre privaten Betten oder auch einfach einen Schlafplatz für eine Luftmatratze oder einen Platz auf dem Sofa zur Verfügung stellen. Das wird dann im Internet abgebildet und Gäste, die eine Unterkunft suchen, können sich direkt auf dieser Webseite papstinfreiburg.de die Unterkünfte anschauen und dann mit den Gastgebern in Kontakt treten. Welchen Werbeeffekt erhofft sich die Stadt Freiburg von dem Papstbesuch? Also wir rechnen damit, dass es insbesondere ein langfristiger Werbeeffekt ist. Wie gesagt, kurzfristig ist es so, dass die Stadt Freiburg im September ohnehin recht gut besucht ist. Aber langfristig denken wir, dass durch die hohe Aufmerksamkeit, die der Passbesuch mit sich bringt, das heißt, es gehen Kamerabilder um die Welt, sicherlich Freiburg nochmal sehr positiv dargestellt wird. Und wir natürlich hoffen, dass es langfristig vielleicht den einen oder anderen Touristen mehr in die Stadt bringt. Worauf freuen Sie sich denn ganz persönlich am meisten? Ich freue mich insbesondere auf die hoffentlich sehr bunten Gäste in der Stadt. Ich bin gerade gespannt, wenn der Papst am Samstag entlang der Kaiser-Josef-Straße, so unsere Haupteinkaufsstraße, fährt. Einfach vor allem, wie dort die Atmosphäre sein wird, wie viele Menschen da am Wegesrand stehen, mit Fähnchen den Papst begrüßen. Wie sich das dann auch mischt, die Pilger, die Freiburger, wie das einfach miteinander harmoniert. Ich bin auch sehr gespannt, vielleicht auf die ein oder andere nette Anekdote mit unserer Privatzimmerbörse. Ich freue mich einfach drauf, wenn sich da Leute miteinander begegnen, die vielleicht sonst auch nicht so ins Gespräch gekommen wären. Und wir hoffen einfach, dass das an diesem Wochenende stattfindet.